Moin moin Freunde und damit ein letztes Mal in dieser Woche heiße ich euch herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mountain Blade Bannerlord mit mir zusammen dem Malte, mit Freddy von Fuchsburg. Ja, immer noch mit denselben alten Quests am rumhängen, aber wir konnten in der letzten Folge tatsächlich den nächsten Vorschau setzen. Also wir konnten tatsächlich mit Garios drüber reden, der eine Truppe, einen Außenposten quasi angeführt hat, der in einen Hinterhalt gelockt wurde. Und ja, aufgrund von König Nerissis Unfähigkeit ist seine Truppe völlig aufgerieben worden. Und ja, also man merkt schon so die Grundeindrücke, sie häufen sich sehr. Der Kollege war also inkompetent, ja, ihr wisst Bescheid. Und dementsprechend ist der Hass auf ihn auch relativ groß gewesen, muss man sagen. Also sehr viel Inkompetenz wird dem guten Kollegen hier nachgesagt. Da sammeln sich gerade so ein bisschen die Eindrücke an allen Ecken und Enden. Und ja, damit haben wir tatsächlich also dann mit dem nächsten Kollegen gesprochen. So, jetzt also haben wir folgende Ausgangssituation. Wir haben genügend Personal. Unsere Gesundheit ist jetzt gerade ein bisschen, ja, am Aufkommen wieder. Wir haben uns das letzte Mal wieder mal einen Hideout hops nehmen lassen. Aber man lernt ja immer dazu. So ist es nicht. Also es wird langsam besser. Irgendwann schaffen wir es auch bestimmt mal, wenigstens dann bis zum Endgegner vorzudringen. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wie machen wir genau weiter? Wir brauchen jetzt also neue Informationsmaterial. Und ich würde jetzt fast dazu geneigt sein, uns doch nochmal in hier anderen Ecken auszuprobieren. Also wir haben jetzt ja uns hier ein bisschen im Empire so ein bisschen rumgetrieben. Ich weiß nicht, was bist du hier? Du bist dann dementsprechend Lageta. Batanian bist du, Faction. Du bist Vlandanian, Faction. Ich weiß nicht. Muss ich mich noch hier irgendwo rumtreiben? Oder... Ah, ich bin skeptisch, Leute, ich bin skeptisch. Könnten wir hier noch Info kriegen oder erst woanders wieder? Ich würde es aber gerne auf jeden Fall ein paar Außenposten versuchen. Vielleicht mal Richtung Fostrum oder so. Waren wir in der Ecke gewesen grundsätzlich? Ja, wir haben von hier aus, glaube ich, den Tipp bekommen, dass wir hier was suchen sollten. Ich würde mich ganz gerne nochmal vielleicht hier nach Tipps umhören. Nochmal hier in so einem südlichen Empire. Das wäre ja nochmal ganz geil, glaube ich. Das werden wir zumindest nochmal versuchen. Oder so zumindest wäre jetzt mein Plan. Mal gucken. Milosch. Mal ganz kurz eben, wenn du mir hier schon entgegenreitest, bin ich Freddy für dich und kannst mir was über das Battle erzählen. Godun hat etwas darüber in Erfahrung, kann etwas darüber sagen. Near OV Castle, ein Tag ago. Alles klar. OV Castle. Vagirovin ist der Clan. Vagirovin ist eher. Bei Storage, ja. Okay, das heißt, also jetzt müssen wir Richtung Hohen Norden, wenn ich das richtig verstehe. Im Winter natürlich nicht ganz so geil, wie ich persönlich finde, aber naja. Ja, das ist tatsächlich, ja, das sind diese Zeichen OV Castle, ja, hier oben ist es. Okay, dann müssen wir es tatsächlich also uns mal, ja, als nächstes richtig ins üble Gebiet heute in dieser heutigen Folge reinwagen. Also da, wo man es nicht unbedingt so hin möchte, aber es hilft ja alle nichts. Wir können mal ganz gut gucken, was habt ihr hier wieder? Du brauchst Access zu Carpheon Commons. Okay, alles klar. Das lässt sich ja schnell regeln. Dann reisen wir ein bisschen hin und her, helfen mal hier mal dem einen oder anderen, kriegen dafür wieder ein paar Pünktchen gut geschrieben. Freddy ist mein Name, brauchst du Hilfe? Ja, Carpheon. Send mich mal kurz aus und dann zack, Carpheon, wo ist das? Carpheon, da oben im Norden, alles klar. Leaf, Carpheon, zack, sind wir sowieso auf dem Weg hin. Von daher, ja, die paar Looter da interessieren mich wieder herzlich wenig, das sind wieder zu wenige. Ja, hier mit dem müssen wir kurz reden. So, ja, wir haben jetzt also dementsprechend das wieder geschafft. Sehr gut. So, kurz reingeguckt. Hier gibt es keine Quest für uns. So, aber zumindest ein paar Taler auf der Schnelle mitgenommen. Das ist da auch mal ganz schön. So, wie kämpfen wir uns jetzt nach vorne? Potam ist es, glaube ich, der nächste Ort, an den wir mal gehen sollten. Dann müssen wir jetzt tatsächlich über die Brücke rüber. Aber wirklich, der Winter ist mies, Leute. Winter ist nicht geil.
So, Potamis, 14 Looter sind hier oben nochmal. Mal kurz gucken, 3-4 Speed. Ja, jetzt sind wir ungefähr gleich schnell. Aber ja, die drehen nach Osten ab. Ne, das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Ich wollte jetzt nicht nochmal, ohne die Zeit verschwenden, nochmal dem einen oder anderen hier hinterher zu jagen. Hier gibt es auch nichts zu holen. Wir haben noch Nahrungsmittel für ein paar Tage. Da können wir ganz gucken. Also das Fleisch läuft tatsächlich mittlerweile nicht ab. Ne, das Fleisch läuft tatsächlich nicht ab. Das finde ich ja sehr nett. So, wir können hier nochmal wieder ein bisschen davon nachlegen. Und wir können uns tatsächlich auch mal 3 Butter nochmal kaufen. So, dann sind wir jetzt für 14 Tage gerüstet. Das ist doch schon mal ganz nett. Hier reiten wir jetzt nochmal kurz hinterher, aber ich denke nicht, dass das irgendwelchen Sinn macht. Ja, dann gehen wir jetzt hier oben zum nächsten Dorf. Und sehen, auch hier gibt es tatsächlich nichts zu holen. Hier gibt es noch ein paar kleine einzelne Looter. Jetzt muss ich kurz gucken, wo kommt man denn hier drüber? Das geht über die Brücken hier im Westen, alles klar. Heißt also, das Dorf ist das nächste. So. Hier gibt es tatsächlich wieder was zu holen. Du brauchst Access zu Marateas Ländern. Alles klar, also das ist tatsächlich aber echt, also da gut, leicht verdientes Geld. Hier 300 Taler für Marateas Zugang. Also haben wir raus. Marateas Zugang. Maratea ist da oben. Alles klar, kein Problem. Ein bisschen hier auch wieder gebirgige Ecke. Liegt aber auch hier wieder direkt auf dem Wege. Von daher ist das ja auch hier wieder relativ schnell erledigt. So, das heißt also hier haben wir es tatsächlich auch nochmal. Wieder ein bisschen Geld bekommen. Yep, sehr schön. So, ich möchte mal ganz kurz... Gut, die Quests haben natürlich dann entsprechend wieder abgehakt, aber ich wollte mal ganz kurz auf unseren Charakter gucken. Weil in letzter Zeit tut sich immer, habe ich das Gefühl, relativ viel bei Charisma dadurch, was wir hier machen. Von daher... Nee, aber da bringt es uns noch nichts. So, wir haben einen freien Fokuspunkt wieder. Yay! Das gibt's ja nicht. Das heißt, den bringen wir jetzt natürlich dann dementsprechend bei Trading als nächstes rein. Also wir lernen dazu, Leute. Wir lernen dazu die Fokuspunkte. Wir verteilen sie hier. Dann fehlt nur noch Steward, Medicine und Engineering. Und dann haben wir tatsächlich überall zumindest einen Fokuspunkt sitzen. Das ist doch schon mal ganz gut. So, das ging jetzt auch also durch. Jetzt müssen wir gucken, bis zu dieser Castle ist tatsächlich jetzt ja der Weg am besten wahrscheinlich hier hoch. Und jetzt verlassen wir gleich das erste Mal... Glaube ich zumindest, dass das erste Mal ist. Verlassen wir die Grenze, Freunde, des Empires. Ja, jetzt gehen wir das erste Mal in ein Land, was keiner dieser Empire-Staaten ist. Herzlich willkommen also im Land der... Oh, da wird was überfallen. Da haben wir, glaube ich, nicht viel mit zu tun. Hier ist wieder ein Hideout der Mountain Bandits. Leute, denkt ihr das, was ich denke? Ich will den Stützpunkt. Ich will jetzt endlich gegen mein paar Waldbanditen gewinnen. Wait until nightfall. Ihr seid jetzt fällig, ich sag's euch. Kann nicht sein, dass das dauernd jetzt hier so losgeht, die Nummer. Was ist das jetzt hier? Declaration of War. Was? Die Company of... Was? Da hat uns wer den Krieg erklärt? Company of Golden Boar has declared war on Fuchsburg. Wie durften wir... Hä? Durften wir jetzt echt nicht hier drüber? Also hätten wir uns tatsächlich im Empire halten müssen? Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Das lese ich mir dann gleich durch. Also, wir haben gerade eine Kriegserklärung bekommen. Ich habe doch niemandem was Böses gewollt, oder? Naja, erstmal follow me. Ey, komisch. Aber das Layout ist tatsächlich heute dasselbe. Das ist gerade mal ganz angenehm. Heißt, wir wissen, was uns zukommt. Ey! Ey! Alter! Was machst denn du jetzt hier mit meinen Leuten? Junge, okay, das heißt, zwei Leute schon umgebracht. Wenn wir jetzt noch wen verlieren, kann ich jetzt schon sicher sagen, werde ich das auf das Nahkampf-Duell ausrichten. Aber, ja, ist auch schwierig. Ja, mal gucken. Mir fehlt auch so ein bisschen eigentlich so ein Schild. Das ist auch so ein Thema. So, den haben wir. So, und dann geht's jetzt weiter. Einen Wurfding haben wir jetzt noch. Ja, und dann haben wir jetzt den Pfeil und Bogen hier halt noch. Ja, dann versuchen wir das mal.
Ach nee, da hinten ist schon wieder so einer der Dicken. Ihr könnt das immer dann sehen, die Jungs, die diese Wurfdinger haben, sind immer ziemlich dick. Ausgelastet. So, hier, jetzt laufen wir uns vorbei. Hier, guck mal, den meine ich. Der ist ziemlich übel. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich noch was verloren. Was? Nee, nochmal hier. Follow me. Ach, entschuldigt. Was ist das jetzt hier? Hold Fire? Das habe ich nie angeklickt. 9. Ah, hier Movement F1. Doch, Follow Me ist richtig. Ne, jetzt habe ich nur die Infanteristen angewählt. Seid ihr alles Infanteristen? Nicht, dass man das irgendwie Probleme verschafft. Ihr seid alles Infanteristen, von da ist okay. Ich habe irgendwie die Bogenschützen abgewählt, aber wenn ich natürlich keinen Bogenschützen habe, ist das jetzt eher semi-relevant. Gut, okay. Aber bei den wenigen Jungs kann ich jetzt schon sagen, ich werde definitiv dort auf das 1 gegen 1 hinaus wollen. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen schützen. Gucken, dass wir es andersweitig lösen. Da hinten im Osten seht ihr schon wieder die nächsten Jungs. Hier noch welche. Oder sind tatsächlich die erst da vorne wieder die nächsten? Weil hier hatten noch ganz schön viele, glaube ich, gerade abbekommen. Von daher kann das durchaus sein. Oh, hier. Hoppla. Nass! Nein! Ey, der hat uns seitdem ich einen Wurfspeer noch getroffen. Ich fasse es nicht, als unsere Jungs gerade in den Nahkampf gegangen sind. Ach man! Ich gewinne da einfach keinen Blumentopf mit. Ich gewinne da einfach keinen Blumentopf. Gut, okay, Hideout weg. Hier haben wir es tatsächlich die War Declaration. Golden Boar. Was? Die Company of Golden Boar ist declared War in Fuchsburg. Habe ich mal ganz kurz irgendwie ein Lexikon oder so? Nee, das ist ja alles, was zu uns gehört. Was habe ich denn, was hab ich hier verbrochen, dass mir jetzt mal hier den Krieg erklärt hat? Die Company of Golden Bear. Ja, also anklicken kann ich hier, glaube ich, nichts. Nee, kann ich also nur löschen. Also habe ich zur Kenntnis genommen. Also irgendjemand hat uns den Krieg erklärt und ich kann euch nicht sagen, wer. Das gefällt mir gar nicht. Egal, weiter geht's erstmal. Wir müssen gucken, dass wir so oder so erstmal zu dieser Castle hinkommen. Haben jetzt auch einiges an Leuten eingebüßt. Nicht so geil. Was haben wir denn verbrochen, dass die uns jetzt hier so hops nehmen wollten? So, hier ist jetzt Hof, also das Dorf Hof ist hier und da ist die Castle. Ja, die Flagge von Warschocki oder so ähnlich weht da drüber, aber hier scheint tatsächlich. Ja, hier ist keiner gerade. Gut, ja, dann würde ich sagen, Warschek da oben könnte vielleicht jetzt ein Ort sein, wo wir uns mal zumindest hinbegeben sollten. Dann können wir ganz kurz gleich noch gucken. Vielleicht haben wir mittlerweile aktualisierte Informationen, wo sich der Kollege aufhält. Und wir haben Leute, die wir updaten können. Dann machen wir das nochmal eben ganz fix. So. Ja, 50 Taler. Ist mir das schon nochmal wert. Das ist ja nicht das Problem. Quests. Nee, hierüber komme ich tatsächlich nicht dran. Da muss ich wieder sozusagen einen treffen, der mir dann wieder erzählt, dass der Typ was weiß. Und dann kann ich von dem Typen aus dann wieder gucken, wo der sich gerade befindet. Herrlich. Gar nicht kompliziert. Ja, da, das ist Olex Party. Hier bin ich glaube ich auch richtig. Der Kollege könnte es schon sein, ne? Hier ist wieder irgendein Hideout. Ja, das ist schön für das Hideout. Es bleibt doch mal stehen, verdammte Axt. Ich muss mit dir quatschen. Blöder Hund da. So. Ich bin Freddy. Was ist dein Name? Du bist Olex. Lord of Omor. Kannst du mir was über das Battle erzählen? A victory won by my father. Ach so, jetzt kriegen wir sozusagen mal die andere Sicht. Stimmt, logischerweise, der kann ja nicht auf Seiten des Empires gekämpft haben. Claimed by Raganvard. Old King Vardinislav, also war mutig genug. Er hat uns ein Battle geführt. Du standst an deines Vaters Seite, als wir die imperialen Truppen Eye to Eye getroffen haben.
Das war wie ein Battle, wo sich Schildmauern trafen, also sozusagen alle mit ihren Schildern vorgecharged sind und dann einfach Schilder aufeinander knallen, also die Infanteristen einfach voll und ganz draufgepusht sind. Das ist ein klassisches Battle, was eigentlich die Star Origins gewinnen würden. Okay, ein bisschen Zeithumor hat er mit da reingepackt. Als die imperialen Kräfte genug hatten und also sie gebrochen wurden, also da sind sie halt weggerannt. Ja, sie haben Feuer gelegt, um halt irgendwie, ne, glaube ich, wahrscheinlich sie abzuhängen. We had to go up ladders, one by one. Also sie mussten irgendwelche Leitern hoch. Warte, das kann jetzt gerade nicht sein. Was sind Ramparts oder so? Ramböcke? Sekunde. Das lässt sich ja wieder rausfinden. Mal längere Zeit wieder, dass ich das benutzen muss. Ach, Welle, Bastion. Ach so, okay. Ah, okay, da haben sie sich wahrscheinlich in einer kleinen Festung verschanzt. Da mussten sie die Leitern hoch. Wadislav wurde getroffen und fiel. Sein Vater machte weiter und lehrte sie zum Victory. Und er nahm das Imperial Drachenbanner von dem toten Nerissas Hand. Also eine berühmte Geschichte. aber dann der kleine Prinz Raganvard tried to claim it, also hat es für sich beansprucht. Sein Vater brach es über nie und warf es ihm und sagte ihm, dass er seine eigenen Sachen zum Spielen mitbringen sollte. Ja, good day, alles klar. Okay, jetzt haben wir sozusagen einmal das Ganze aus einer anderen Sicht bekommen. Sind wir jetzt also bei wo gelandet? Bei der Nummer 4, ne? Mal ganz kurz, ja, genau, bei der 4. Also wir haben bald tatsächlich die Hälfte geschafft. Das ist jetzt auch mal ganz schön. Wie das Party ist hier direkt nebenan. Vielleicht kannst du mir direkt erzählen. Wer als nächstes das weiß? Raganvard, logischerweise, der kleine Prinz von vorhin. Müsste darüber was wissen. Frage ist: Raganvard, Ruler of Stowagia, alles klar. Du bist wo zu finden? Lasst ziehen bei Rhodobas 2 Tage zuvor. Rhodobas in der Nähe von Wageg. Rhodobas. Hier oben. Also wir sind tatsächlich in der Nähe schon des nächsten Points. Also hier können wir tatsächlich sogar relativ schnell vorankommen. Ja, hier nimmt man ein paar Looter-Hops. So, wie sieht es noch momentan aus mit Nahrungsmitteln wieder? Flachs kriegen wir hier. Ja, das ist jetzt ja irgendwie nur ein reines Trade-Gut. Nee, das macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Eigentlich müsste doch hier in der Nähe vielleicht Varacek selbst. Irgendwo hier muss er rumtouren eigentlich. Wo kann ich mal wechseln? Hier konnte ich wechseln. Nee, hier findest du tatsächlich keinen erstmal in der Richtung. Gut, okay. Hier brauche ich jetzt aber trotzdem ein paar Nahrungsmittel. Ändert sich ja nichts an der Tatsache. Heißt, wir können mal gucken, wo wir jetzt hier. Ah, hier kriegen wir natürlich auch noch Schilder her. Ja, das ist die Sache. Ich bin jetzt eigentlich dazu geneigt, endlich mal ein paar ein Schild mitzunehmen, weil wir kriegen halt jedes Mal übelst aufs Fressbrett. Oh, Junge. Kann ich irgendwie sortieren gehen hier nochmal? Produktion. Weapons, genau. Hier sind wir bei reinen Waffen. Okay. Shields in Range. Ach, okay. Hier sind wir dann richtig. Alles klar. Also hier ist die Frage, wir könnten uns dann erst ein Schild ziehen. Das große Runde hat 320 Hitpoints. Also Speed und Hitpoints sind die richtigen Fragen hier. Da hast du 100 Speed, 280 Hitpoints. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist ein Cavalry-Schild. Das würde ganz gut passen, wenn wir sowieso mal am Reiten sind.
Ich würde das mir doch ganz gerne annehmen und ja, das würde ich ganz gerne bezahlen. So, dann einmal ganz kurz wieder in unser eigenes Inventar geguckt. So, wir haben jetzt das Schild mit am Start. Das würde ich ganz gerne tauschen. So weh es auch tut gegen die Javelin. Obwohl. Ah, die sind eigentlich aber halt trotzdem immer auch sehr gut, die Dinger. Ja, dann geben wir die, würde ich sagen, unseren Epi-Kollegen hier. Der übrigens auch mal ein Schild gebrauchen könnte, sehe ich gerade. Ja, dann bringen wir dem auch nochmal ein Schild mit. Und dann haben wir tatsächlich auch genügend Geld ausgegeben wieder. So, wieder auf Range and Shields. So, hier haben wir auch dann dementsprechend. Dann nehme ich immer das große Rundschild für den. Der ist ja auch nicht beritten oder so. Von daher machen wir das mal so. Gehen dann wieder ins Inventar. Gehen dann wieder rüber zu unserem Epi-Kollegen und du kriegst jetzt dann das Schild. Genau, so, dann hast du hoffentlich, so, finde ich besser, hast du jetzt hoffentlich dann zumindest erstmal ein bisschen Ausrüstung, mit der du dann so dich ein bisschen verteidigen kannst, ein bisschen arbeiten kannst. Das wäre doch erstmal ganz gut. So, für mehr ist aber auf jeden Fall kein Geld da, das kann ich jetzt schon sagen. Gehen wir, würde ich mal sagen, zur Taverne. Und hier ist tatsächlich direkt gerade ein Tournament. Das gibt's ja nicht. Hier ist direkt gerade instant ein Tournament. Dann würde ich sagen, joinen wir mal dem Tournament und probieren uns einfach mal wieder aus, Leute. Wenn ich gerade durch Zufall eins ist. Ja, sehr schön. Sag ich doch nicht nein. Was kriegen wir denn zuerst? 2 gegen 2 mal 2. Wir und ein Horse Raider gegen einen Rekruten und einen Brigantin. Ja, das dürfte ja noch tatsächlich klappen. So, wollen wir noch was wetten gehen? Es gibt tatsächlich einen Lederrüstungsgewinn. Ja, wie viel gibt's denn hier? Ist ein infanterialer, trainierter Mann. Der ist natürlich ziemlich übel. Die Leute mit Namen sind meistens immer übel. Also das heißt, wir haben hier jetzt 1, 2 Leute, die übel sind. 3 Leute, die übel sind. 4 Leute, die übel sind. Das ist unser eigener Kollege. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, ich glaube 4 Leute, die übel sind. Wir gehen erstmal rein mit einer Wette und join. So, das ist jetzt 2 gegen 2. Das ist eine Ex-Geschichte. So, sehr gut. So, verteidigen, angreifen, angreifen, zack. Sehr gut. So, erst uns über, durch, da haben wir uns korrekt qualifiziert, das Ding ging relativ schnell durch. So, dann skippen wir jetzt die Bounds, wir sehen dann jetzt hier ein 10101. Ach du Scheiße. Alle gegeneinander auch noch, oh Junge. So, unser Epitor ist sogar weitergekommen tatsächlich, über, zu meiner eigenen Überraschung. So, wir kriegen jetzt den Fisch, den imperial trainierten Infanteristen und den Horse Raider. Oh verdammt Axt, wir sehen jetzt schon ziemlich alt aus. Ja, wir werden es auch. Oha. Und ich habe jetzt noch so ein blödes Lanzending. Ja, damit bin ich tatsächlich absolut geliefert. Die Waffe ist ziemlich scheiße. Ja. Warum muss ich damit am Speer kämpfen? Wirklich. So, wie habe ich denn noch? Ah, verdammt. Komm. Ja. Geschafft. Puh, okay. So, die Jungs lassen sich jetzt natürlich gegenseitig töten. Und es scheint tatsächlich so zu sein, als ob wir als alle tatsächlich dasselbe haben. So, ich hoffe, du hast schon mehr kassiert als ich. Ja, hast du. Yo, round is over. Geschafft. So. Dann skippen wir jetzt die Runde und natürlich ist Epitor raus. Und jetzt haben wir tatsächlich nur den Fischkollegen von vorhin, der mit drin ist, wieder und Mimi. Und wir sind jetzt relativ nah dran. Aber ich gehe eigentlich keine weitere Wette so gerne ein. Jetzt, wie viel haben wir noch? Wenn ich jetzt nochmal wette, wir sind jetzt relativ nah am Sieg dran.
102 kann ich vielleicht nochmal machen. Dann bin ich aber auch raus aus der ganzen Geschichte. So, dann kriege ich 600 expected. Wenn wir es dann schaffen würden, so wir und Mimir gegen Vida und gegen den Fischkopf. So, was kriegen wir wieder? Wir kriegen jetzt hier wieder, also so ein Ding. So. Sherm Darks kriegen wir von hinten Kelle. So, den haben wir. Das war jetzt mal wichtig. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich ihn beschütze. Ach, kann, ja, dass ich keine Kontrolle über den kriege. Weil eigentlich müsste ich jetzt den beschützen. Ja, aber das sieht gut aus. Das müssten wir packen. Der ist ziemlich lost. Weil das war jetzt nämlich derjenige, der zuerst den Lanzenkollegen verliert. Der ist tatsächlich hier geliefert. Das war relativ schnell und zügig klar. Jupp, sauber. Gut, wir sind tatsächlich jetzt im Finale. Wir sind im Finale. Ja, aber ich wette jetzt noch nicht 100 und 110 zu kriegen. Ablehnen. Wir gegen Mimi. Das 101. Join. Ein Axtduell. Bin ich mit der Axt im Walde, so wie die Axt im Walde. So, Block. Schlagen. Block. Block. Schlagen. Ja! 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 Runde ist über. Wir haben es geschafft. Die Runde ist durch und wir haben tatsächlich gewonnen. Jo, 600 Taler kriegt und vor allem eine Leder- und Eisenrüstung bekommen von der Story hier. Wir haben ein Turnier gewonnen. Ja! Ja! Geil. Der größte Erfolg in diesem Let's Play, möchte ich meinen, bis hierher. Wir haben ein Turnier gewonnen. Wir können es tatsächlich dementsprechend endlich sagen, wir können auf Turniere gehen und wir können die auch gewinnen. Geil, 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 geil. Sofort raus hier. Leave, genau. Character. Wir haben jetzt erstmal hier wieder irgendwas? Fragezeichen. Ja, hier Athletik. Dürfen entweder zusätzliche Pfeile mitnehmen oder zusätzliche Wurfspeere. Ja, wir brauchen jetzt natürlich jetzt neuerdings zusätzlich die Pfeile. Das ergibt sich irgendwie von selbst. Aber trotzdem danke. Das heißt, zwei mehr Pfeile kriegen wir jetzt auf jeden Fall. So, jetzt Inventar. Wir haben tatsächlich jetzt eine Leder- und Eisenrüstung. Ja, 10 mehr Body, ein mehr Bein, ein mehr, doch, ein mehr Bein und drei mehr Armrüstung. Jo, und jetzt haben wir den imperialen Gambeson. Da muss man ganz kurz gucken. Ist der wahrscheinlich besser als der, was Freddy da hat? Nee, schlechter als den, den der hat. Okay, dann kann der verkauft werden. Ja, geil. Zusätzliches Rüstungspaket bekommen. Ist das schön. Können wir da direkt nochmal Instant mitmachen oder ist das Turnier mit durch? Das ist jetzt tatsächlich die Frage. Vielleicht kann man tatsächlich noch mehr gewinnen. Das reizt mich ja jetzt doch schon, muss ich ja offen zugeben, weil jetzt haben wir es letztes Mal so gut geschafft. Das kann es auch tatsächlich hinsichtlich der Wetten mal interessant sein. Ne, jetzt gibt es da tatsächlich nur Practice Fights. Wir können mal ganz kurz das Leaderboard gucken. Wir können mal gucken, wo stehen wir denn jetzt hier dann? Freddy, hier sind wir mit einem Victory und einem Preis. Sind wir auf Platz 59. Heißt, wenn du jetzt einen zweiten Victory dir holst, bist du instant auf 1. Weil der Kollege hat sich 49 Preise geholt. Ja, klar, wer geht denn 49 Mal in diesen Übungscenter rein? Er hat sonst nichts zu tun, oder? Naja, soll auch Leute geben, die sich ganz an diesem Arena-Kämpfen widmen. Ja, wir entern trotzdem mal die Arena. Ich möchte mal wissen, wo das andere Turnieren gerade stattfindet. Vielleicht nicht, dass uns da ein bisschen geht. Wo sind nämlich die Tournaments? In Senon und Balgard. Dankeschön. Senon und Balgard. Mal ganz kurz rausguckt. Balgard ist nämlich direkt nebenan. Easy. Senon ist auch ein bisschen direkt nebenan. Oh, was könnten wir denn besser jetzt machen? Weil Balgard, wo kommt man dann darüber, ist halt die Frage. Kommt man denn da überhaupt drüber? Geht das über die Steine oder ist es auch Lost, die Nummer? Ja. Also ich würde gerne hier in der Region natürlich bleiben, weil ich suche ja eigentlich immer noch wen, das dürfen wir nicht vergessen. So, wir können vielleicht mal ganz kurz noch mit Vida hier eben fix reden, weil du wirst mir natürlich wieder erzählen, dass der Kollege was weiß. Genau, und du kannst mir wahrscheinlich aber jetzt sagen, wo der Kollege gerade ist. Today bei Drofrusta. Drofrusta. Taktor Castle.
Wo ist denn das jetzt hier? Taktor Castle. Dorfrusta. Okay, du bist tatsächlich auch in die Richtung, in die wir eh wollen. Ja, würde ich sagen, tatsächlich gehen wir dann in die Richtung hin, Leute. Gucken nochmal eben, ob wir den vielleicht finden. Ansonsten können wir das Ganze auch einigermaßen, in Anführungszeichen, skippen. Beziehungsweise, ja, können das dann so noch nächste Woche verschieben, wenn es denn ganz schlimm ist. So, mal ganz kurz eben. Kriegen wir jetzt hier vielleicht sogar noch ein paar neue Infos, wohin der Kollege läuft. Okay, das dauert fast länger, ist ja egal. Das heißt tatsächlich nicht so geschickt. Mein Name ist trotzdem immer Freddy für dich, war Shorky. So, wo ist der Kollege jetzt? Ja, okay. Tatsächlich, die Infos haben sich jetzt dadurch nur, sind tatsächlich nur etwas veraltet. Ja, gut, dann hilft ja nichts. So, jetzt heißt es Gummi geben und beten, dass wir irgendwie den Kollegen dann noch erreichen. Aber scheint so, als könnten wir tatsächlich über diese Steine drüber. Das ist schon mal viel wert. Ja, da ist er. Da ist der gute Kollege. Gut, dann würde ich sagen, mit einem Blick zur Uhr ist das ein Thema, was wir dann beim nächsten Mal angehen. Also holen uns dann tatsächlich die nächste Info ab, haben wir vorher noch vielleicht sogar ein Turnier, was wir noch kämpfen können. Also gibt definitiv beim nächsten Mal auch hier wieder genug zu tun. Aber ich würde sagen, tatsächlich heute doch der erfolgreichste Let's Play-Tag innerhalb dieses Projektes, den wir bislang gehabt haben. Also haben wir es tatsächlich geschafft, das erste Mal ein richtiges Turnier zu gewinnen. Und dementsprechend also kann man durchaus ja diese Turniere als jetzt so ansehen, dass ich so langsam ein bisschen die Kampfskills ein bisschen rauskriege. Und von daher, ja, es wird langsam besser, Freunde. Es kann auch nur bergauf gehen, so ist es ja nicht. Und wir nähern uns auch langsam dann, also zumindest jetzt waren wir bei Bergfest, was die Quest angeht, nachdem wir mit dem Kollegen hier gesprochen haben. Von daher, es wird immer und immer besser, es geht immer weiter voran. Und ja, ich würde sagen, dann würde ich euch bitten, beim nächsten Mal natürlich dann wieder einzuschalten. Ich bin raus für heute, ich bedanke mich draußen bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Freunde. Halt die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.